Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Gears 5. Wir sind in die Kammer eingedrungen, also schmutziges Geheimnis heißt Akt 2. Der Lars ist auch noch dabei. Hallo. Hallo. Ja, wir wollen jetzt mal gucken, was der verrückte Niles mit uns jetzt macht. Er hat uns auf diese Laderampe drauf gemacht, diese Rostlaube und uns angeschnallt. Und ich glaube, ich muss gleich das große Vieh steuern. Wir haben in der letzten Folge übrigens rausgefunden, dass die Königin meine Großmutter ist. Ganz Ich übles habe die Ding. Befürchtung, dass ich gegen das Ding kämpfen muss. Ja. Bis gleich. Es so schmerzlos wie möglich zu machen. Ja, das rate ich dir. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt im Inneren. Seh das große Vieh. Ich glaube, ich muss von dem Ding wegrennen oder keine Ahnung. Ach, das siehst du auch. Ja. Oh, ihr tanzt Tango. Nein, nein, Tango ist was anderes. Das ist Tarzan und Jane. Die Schöne und das Biest. Lucy und Strolch. Schon gut. Ich bin hier. King Kong. Und wie heißt die Prinzessin? Die Stelle aus dem Intro. Mom. Bist du doch. Shit. Jack, komm hierher und schalte das ab. Jack, weg, weg da. Darf ich sagen, dass es keine gute Idee war? Kate! Kate! Hey, bei dir alles okay? Ja, aber... Okay, komm schon, wir besprechen das später. Nein, warte. Er hat mich benutzt. Meine Mutter, sie lebt noch. Was? Es war nicht wirklich sie, aber irgendwie schon... Wo ist er? Notfallabriegelung aktiviert. Er ist hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja. Ihm da! Komm zurück! Nein! Nicht hier lang, hier lang. Du verstehst sicher, wie gütig ich zu dir bin. Du bist nicht mehr anfällig für den Schwarmverstand und deine Mutter wurde erweckt. Tja. Sozusagen. Oh, den Scheißkerl mach ich kalt! Ich glaube nicht, dass er uns hört. Ist mir scheißegal! Oh, warte mal. Abregelung beginnt. Hier ist mein Rohr. Verlassen Sie sofort das Labor. Scheiße, mit
müssen es stoppen. Such nach dem Weg durch. Ich lasse ihn bezahlen. Du wirst bloß erfrieren, wenn wir diese Abriegelung nicht aufheben. Oh. Scheiße. Das war wohl Nahe. Runter da. Leg seine Hand auf den Scanner. Warte, hier ist noch was zum Lesen. Versuchsobjektanalyse. Myras Stimmung bleibt düster. Ich gebe zu, ich habe unterschätzt, wie stark ihre Gefühle für ihre Tochter sind. Von wegen Industrieunfall. Er hat den ganzen Laden hier tiefgekühlt, bevor er verblutet ist. Nimmer Wiedersehen. Ich musste auch das Maß begrenzen, indem sie der Matriarchin ausgesetzt wird. Da mir und andere etwas aufgefallen ist, je häufiger es zu einer Interaktion zwischen ihnen kommt, desto mehr werden unsere Versuchsobjekte beeinflusst. Sie sind unfügsam geworden, nicht ganz, doch irgendwie aufmerksam vielleicht. Manchmal scheinen sie gemeinsam zu murmeln und oder gleichzeitig in dieselbe Richtung zu blicken. Dr. Van Niel stellt fest, dass es beinahe so aussieht, als würden sie beten. Ich befürchte, Myras Einfluss hat dazu geführt, dass unsere Versuchsobjekte neue, nicht hilfreiche Ideen entwickeln. Zum ersten Mal seit Beginn meiner Arbeit, vor all den Jahren, sorge ich mich um unsere Sicherheit. Ja. Hier lang? Die Befreiung der Matriarchin war unklug. Dafür stirbst du. Das heißt, du wirst nie wieder die Erhabenheit deiner Mutter erblicken. So verwandelt. Ich werde dich töten, Niles! Hier ist Kate. Das gehört meiner Großmutter. Ich spüre viel Wut in dieser Zeichnung. Wenn ich so aufgewachsen wäre an diesem Ort mit diesen Leuten, ich weiß nicht, ob ich überhaupt behaupten kann, ich hätte es anders gemacht. Wie sagt man, man erntet, was man sät? Oh, die Zeichnung ist echt bitter. Das sieht aus wie ein Hakenkreuz im Übrigen. Tschüss. Das ist so dramatisch. Wir müssen uns gar nicht beeilen. Sagst du mir, wovon zum Henker Niles da redet? Später. Erst ist Niles an der Reihe. Hab's. Ein Kind braucht Spielgefährten. Ah ja, jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja? Ah, ich kann's sehen! Machen wir sie fertig! Mehr Locust! Ah. Dieses Dreckvieh. Drück mal T oder so. Hab dich. Okay. Erwischt! Oh Gott. Das funktioniert nicht so, wie ich will. Helf mir hoch. Wenn du hier die... Wisst ihr, was ihr nicht versteht? Was niemand versteht, ist, dass meine Kinder niemals sterben werden. Sie wurden entwickelt, um Generationskonflikte zu überstehen. Sie können sich zurückziehen oder ruhen, aber sie kommen immer wieder. Dafür haben wir gesorgt. Ich freue mich darauf, dem Mülleimer das Maul zu stopfen. Okay, das hätten wir geschafft. Dann müssen wir was. Niles darf nicht entwischen. Oh, das Rohr hat Munition.
So, ich nehme mal noch eine Waffe. Hier liegt noch eine. Oh, die kann ich nicht nehmen. Die ist in der Wand geklitscht. Yeah. Dann nehme ich die. Retro-Lenser. Hast du eine Zweitwaffe? Ja. Hier ist noch eine Eiskanone. Ach, du hast eine. Gib die Dinger zu zerstören. Noch da? Mikro ist gemutet gewesen, so eine Scheiße. ja, ich bin noch da. Und ja, ich habe eine Zweitwaffe, Retro-Lancer und Gescher und die Pistole, aber die hast du ja auch. Hier ist noch eine Longshot. Eine Longshot? Drei Schuss. Ich glaube, ich bleib bei der Shotgun. Da habe ich volle Muni. Mhm. Vorerst. Scheiße, jetzt habe ich das Ding weggeworfen. Ich würde kurz. Hier vorne liegt. Hier bei mir. Ja, ist gut. Ich habe hier hinten noch einen liegen gehabt. Achso, ich weiß, was wir machen müssen. Jack, Schockfalle. Wieso klingt das nicht? Was? Der Generator da in der Mitte? Den habe ich ausgemacht gehabt schon. Achso, okay. Dann muss ich hier nur den Hebel drücken, ne? Über den haben, der hat hier dann diesen Eisnebel abgelassen. Oh, was hier zu öffnen? Doch wieder anmachen? Vielleicht kann Jack was machen. Nee. Aber vielleicht. Geh mal weg von der Deckung. Warte mal. Wir könnten Jack durchschicken. Ah. Okay. Ich hätte jetzt hinten gedacht, dass man da vielleicht. Nee, da oben. Jack, sieh mal, wo das hinkommt. Da oben ist ein Loch für Jack. Das haben wir nicht gesehen. Aber gut, dass unsere Charaktere irgendwann den Hinweis geben. Hey, Katze! Liegst schon wieder voll auf der Tastatur, ey. Lass dir nicht zu viel Zeit! Geht aus der Deckung, du Schmock, ey! Ach Gott. Du bist tot, ne? Katze, kannst du nicht mal aufhören? Du sitzt auf der Tastatur und putzt dir den Hintern. Das ist super. Runter. So. Nochmal. Habe ich keine Tastatur, keine Maus? Okay. So. Ja. Zumindest ging es schneller. So. Versperrt. Das muss irgendwie aufgehen.
Jack, sieh mal, wo das hinkommt. Ja, jetzt schmeiß ich das Ding weg. So, ich geh schon mal rüber. Scheiß Ding da. Kate, mehr Locust im Anmarsch! Dann halt sie auf! Hey Jack, lass dir nicht zu viel Zeit! Klingt doch besser. Ja. Wenn man weiß, wo die herkommen, kann man gleich hingehen. Okay. Kann ich die da oben nicht auch zerstören? Da ist ein großes Vieh, wetten. Oh Scheiße! Hey! Geschafft! Wird das halten? Ich hab exakt null Interesse, das rauszufinden. Weg hier! Was ist das für ein Ding? Ich hab kurz in seinen Kopf. Lauf dann schon mal, ne? Frag lieber nicht. Wo zum Teufel ist Niles? Meine Güte. Offenbar hat jemand meine Sires aus ihrer langen Ruhephase geweckt. Wer das wohl gewesen sein könnte? Del, bereit machen! Ist mir echt egal. Psst. Katze, jetzt nicht. Wir sind gerade inmitten in einer sehr epischen auswegslosen Situation. So. Kommt der Fette von hinten wieder weg. Ach, jetzt gehst du wieder durch die durch den Monitor durch, oder was? Also. Okay. Der hat hinten einen Rücken, da musst du drauf schießen. Ich meine Kanone nicht mehr. Hast du die Gedanken des Viehs gelesen? Ich weiß nicht, was das war.
war wütend. Ich glaube, ich nehme mal die Shotgun mit. Jetzt will uns hier irgendwas sagen, das Spiel, weil hier so viele Shotguns liegen. Ich glaube, ein Generator. Auf dem Rücken ist die Shotgun ganz gut. Warte mal, bevor du es machst, hier links. Haben wir da schon? Da sind wir ursprünglich mal hergekommen. Hier ist noch eine HS-Kanone, die nehme ich mal mit. Oh, hier, geht's weiter. Ach Gott. Scheiße, ich komme, Kate! Danke. Wieder. Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Das war gut, Jack. Kriegst du einfach keinen Damage? Erwischt! Labor ist sauber. Weiter geht's. Das Interesse meiner Sires an Selbsterhaltung war immer mangelhaft. Aber seid versichert, der Matriarchin entkommt ihr nicht. Immer wieder hier, ne? Ach, das werden wir schaffen. Irgendwann. Hier vorne war noch ein Generator, hast du gesagt, ne? Ja, da hinten, wo wir eben hergekommen sind. Ja, dann gehen wir nochmal dahin. Gut. Boah, hatten die jetzt festgestellt, dass der angeblich da lang ist, ja? Hat irgendwas verloren, hat sie gemeint. Kate, wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Wo kommst du da hin? Also... Folgen wir der Spur. Okay. Wow, macht einfach nur die Dinger aus. Okay. War jetzt natürlich okay, supi. Wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Na gut. Haben wir das auch wenigstens kontrolliert? Ja, hätte ja sein können, dass da noch ein Sammelobjekt hinter ist oder so. Folgen wir der Spur. Oder ist der ausgelaufen hier? Ja, hier, die Spur, da. Also, Dell hat ja auf ihn geschossen. Folgen wir seiner Spur. Ich frage mich zwar, warum er hier ausläuft und nicht schon da vorne, aber egal. Sieht aus wie... grünes Blut, ey. Wackelpudding! Wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Soll das heißen, hier fängt die Spur an, oder was? Ja, Leute. Folgen wir der Spur. Ja, es scheint so, ne? Gib mir die Munition. Kate, wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Oh, jetzt haben wir dich, du Mistkerl! Verdammt! Der ist Jack, hier aus der Ecke gekommen und unterm Tor durch. Ja. Na los, komm schon! Hier sind noch Schockgranaten. Voll. Oh ja, wir kriegen dich, Mülleimer. Was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Der Planet gehört ihnen. Der Retro-Lancer, die verzieht so widerlich. Da kannst du nur immer kurze Salven machen. So, Katz, was ist denn nun los mit dir? Bevor wir weitergehen, ich glaube, wir machen hier einen Cut. Vielleicht kommt ein großes Vieh, das sieht aus wie eine Arena. Guck mal. Und da drüben ist Niles, die sehe ich schon von hier.
würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao.